Das ist Keyshawn Newell, 20 Jahre alt. Er ist der Mörder der 17-jährigen Brenna Fluid. Er behauptet, die Tat nicht begangen zu haben, doch wenn man den Hintergrund kennt, wird es schnell klar. Er ist Mitglied einer kriminellen Gang und nötigt mit einem Komplizen zusammen die 17-jährige Brenna dazu, für sie einen Banküberfall zu begehen. Ich kann mir richtig vorstellen, was das für Typen waren, wie die mit gestohlenem Geld und gestohlenen Autos dann posieren in Social Media und einen auf harten Gangster machen. Und wenn es dann darauf ankommt, wirklich das Risiko zu tragen für einen dieser schweren Straftaten, diesen Raubüberfall, dann schicken sie ein kleines Mädchen vor, ein Teenager-Mädchen, um diese Tat dann zu begehen und sitzen da hinten und wollen dann das Geld abkassieren, wenn die wieder zurückkommt. Nehmen wir das dann auch noch ab. Alles klar. So, und jetzt kommt das richtig Abartige an der ganzen Sache. Das Ganze war offensichtlich so beschissen geplant, dass kurze Zeit darauf ein Foto der unmaskierten Brenna in den News kursierte und um Hinweise von der Polizei und den Medien gebeten wurde. Sie war auf den Bildern zweifelsohne zu identifizieren und die beiden Verbrecher, die sie dorthin geschickt hatten, bekamen dann Schiss und enorm kalte Füße. Und was war ihre Lösung dafür? Genau, das ist das Motiv für den Mord an der 17-jährigen Brenna Fluid. Sie hatten Angst, dass sie bei der Polizei aussagt gegen die beiden und sie dann in den Knast müssen. Darum haben sie das Mädchen exekutiert und darauf gehofft, dass sie damit durchkommen. Vermutlich hatten sie ihr wohl auch das Geld abgenommen oder einen Teil des Geldes, was sie bei dem Raub bekommen hat, und fürchteten deshalb umso mehr, dass sie sich gegen sie wendet, wenn sie stundenlang von den Cops verhört würde. Und vermutlich hatte sie vorher auch nichts zu tun mit diesen Gang-Aktivitäten dort und ich schätze mal, dass ihre jugendliche Naivität ausgenutzt wurde, um sie zu dieser Straftat zu bewegen. Und schrecklicherweise wären sie sogar fast damit durchgekommen, wenn es da nicht noch eine weitere Person geben würde in dieser Geschichte. Und zwar die eigene Mama von diesem Mörder. Er hatte vor ihr und anderen geprahlt damit, was er getan hatte. Also ich denke, der Raubüberfall und seinen Anteil daran. Dadurch verdächtigte ihn seine eigene Mutter, auch etwas mit dem Tod von Brenna zu tun zu haben, und ging zur Polizei. Einige seiner Familienmitglieder sagten in dem Prozess gegen ihn aus, allen voran eben seine eigene Mutter. Auch bei dem Mord half wieder ein Komplize, doch den Trigger betätigte er, Keyshawn Newell, selber. Die Idee sei in den Gesprächen zwar von den Komplizen ausgegangen, aber das spielt keine Rolle in meinen Augen. Und es kamen noch weitere Komplizen hinzu. Den Tatablauf schreibe ich euch jetzt. Keyshawn lockte Brenna in einen Hinterhalt. Er holte sie mit einem gestohlenen SUV ab und an Bord hatte er drei weitere Kumpels von ihm im Teenageralter, die über die Mordabsichten informiert waren. In ihren eigenen Worten, sie wussten, dass er ihr 5 Kugeln geben würde. Also diese 4 halbstarken Gangster fahren in einem gestohlenen Auto und holen das Mädchen unter einem Vorwand ab. Sie sitzt mit ihnen hinten im Auto, Keyshawn neben ihr. Sie denkt, sie ist Teil der Gang und wähnt sich in guten Händen, warum auch immer. Doch das Ganze ist ein feiger Mordkomplott gegen sie. Keyshawn sagte dem Fahrer, dass er auf einem Parkplatz stehen bleiben solle. Das seht ihr hier im Hintergrund, ich habe die Stelle rausgesucht. Er wollte, dass alle die Plätze tauschen im Fahrzeug. Und als Brenna darauf hörte, ausstieg und nach vorne ging, ging er ihr hinterher und schoss sie unvermittelt, heimtückisch und kaltblütig 2-mal in den Rücken mit einer Pistole. Sie sprangen zurück ins Auto und fuhren los. Keyshawn sagte, dass er nochmal anhalten sollte zum Fahrer. Er ging dann zurück und schoss noch 3 weitere Male mit der Pistole in den Körper der am Boden liegenden, sterbenden Brenna. Dann sprang er zurück ins Auto und sie rasten davon. Ein State Highway Patrol Trooper spottete das Auto und fand raus, dass es gestohlen war über das Nummernschild. Dann stoppte er das Auto und die Typen rannten weg. Sie konnten alle kurze Zeit später verhaftet werden und den jugendlichen Mittätern garantierte man ein Verfahren, in dem sie nach dem Jugendstrafrecht verurteilt würden, wodurch sie natürlich wesentlich weniger Strafe bekämen. Allerdings mussten sie dafür gegen die beiden Haupttäter aussagen, allen voran Keyshawn Newell, der die 5 Schüsse abgegeben hat. Und genau das haben sie getan. Außerdem hatte Newell selber den Mord gestanden in einem Verhör bei der Polizei. Später wurde das widerrufen und sein Anwalt versuchte den Deal mit den Zeugen anzuzweifeln. Aber sind wir mal ehrlich, nur Keyshawn und sein Kumpel, der nicht dabei war, hatten ein Motiv für diese feige Tat. Jetzt zeige ich euch, was er gesagt hat und seine Reaktionen auf die lebenslange Knaststrafe. Guten Morgen, sagt er. Er möchte sagen, dass er weiß, dass er schuldig befunden worden ist, für schuldig befunden worden ist von einer Jury. Und er respektiert auch das Urteil, aber möchte gleichzeitig auch sagen, dass es ihm leid tut. Das möchte er der Familie sagen, den Hinterbliebenen. Und er möchte sein Beileid hier bekunden für ihren Verlust. Und er möchte sagen, dass er das nicht getan hat
und er hofft, dass er eines Tages beweisen kann, dass er es nicht getan hat. Also er streitet die Tat gänzlich ab. Er wird jetzt von der Richterin verurteilt. Es kommt jetzt direkt die Verlesung des Urteils. Das ist ein recht komplexes Urteil mit den ganzen verschiedenen Anklagepunkten, die es gegen ihn gibt. Verstoß gegen das Waffengesetz, Kidnapping, Mord. And must be served prior to and consecutive to the underlying offenses. You are convicted of count one, das ist die Verurteilung wegen dem Mord. You are hereby sentenced to serve 3 years. Und für jeden einzelnen Anklagepunkt hat er eine bestimmte Anzahl von Jahren bekommen, die dann addiert werden. Also es kann ja parallel laufen oder halt dazu addiert werden. The total of 6 years on the firearm specifications will be served prior to and consecutive to a sentence. Das ist die lebenslange Haftstrafe jetzt, ohne Chance auf Bewährung. With regard to the criminal gang specification in count one, you are sentenced to an additional 3 years. Also Gang, Bandenkriminalität ist dann nochmal ein eigener Straftatbestand. As to count four, kidnapping, you are hereby sentenced to 10 years in prison. To run consecutive to the sentence in count one. Also das sind die ganzen verschiedenen Haftstrafen und verschiedene Anzahl an Jahren. Also es ist, im Prinzip ist es egal, der kommt nicht mehr raus aus dem Knast. Und das wird ihm jetzt aufgebröselt, wie das ganz genau aufgeteilt ist. And 12 months on the tampering to be served concurrent to the sentence already imposed. Count 9, theft of the 1 year firearm specification. You are sentenced to 12 months to be served concurrent to the 1 year firearm specification. And concurrent to the sentence already imposed. Finally, as to count 10, having weapons while under disability, you are sentenced to 12 months to be served concurrent to the sentence imposed for an aggregate sentence of life with the possibility of parole. Nach 49 Jahren hat er die Chance auf Bewährung, wenn man alles zusammenrechnet. With regard to any financial sanctions, I have considered your present and future ability to pay and find that you are indigent. There will be no imposition of fines and the court costs are waived. Mr. Newell, you have the right to appeal this matter within 30 Rechte, days after the legen. Filing of the court sentencing entry. If you're unable to pay for an 49 appeal, Jahre. You are entitled frühestens to have in 49 Jahren kannst du beantragen, rauszukommen. If you're unable to obtain counsel, counsel will be appointed at no cost to you. Da ist ein Opa. Mr. Newell, do you wish for the court to appoint an appellate attorney in this case? Yes. The court appoints Attorney Jay Schlackett to represent you on your appeal. You will receive credit for time served in the amount of 458 days. This court is adjourned. Das war's. All right. Also, lasst gerne ein Like da, um dem Algorithmus zu zeigen, dass dieses Video relevant ist, damit das nicht versteckt wird. Lasst mir gerne ein Abo da, um mir zu zeigen, dass ihr wieder mehr solcher Videos sehen wollt. Und noch viel wichtiger, passt auf euch auf.